Hier sehen wir jetzt nochmal unseren frisch ausgemisteten Pferdemist aus den Pferdeboxen. Mit Pferdeknödel drin, Strohanteil und natürlich auch das feuchte Stroh. Dann wird diese ganze Masse maschinell homogenisiert. Alles schön gleichmäßig durchgemischt. Und dann erhalten wir auch schon unseren schwarzen Wirtschaftsdünger. Einen Teil von diesem Wirtschaftsdünger haben wir vor 3 Tagen auf unsere Grünlandflächen ausgebracht. Und wenn man sich die Masse jetzt hier mal so ansieht, hier kann man auch schön mit den Händen reingehen. Das ist komplett geruchsneutral, riecht eher waldig und nach Erde. Ein paar Würmer finden wir auch noch hier unten. Und diese Masse, wenn man die zusammendrückt, die ist schön matschig, cremig, sehr feucht und die zerfällt einfach in den Händen. Wenn das jetzt auch noch der Miststreuer ausbringt, dann ist das auf dem Feld so fein verteilt, dass es innerhalb von 1,5 bis 2 Wochen auf den Grünlandflächen nicht mehr zu erkennen ist. Diesen schwarzen Wirtschaftsdünger erhalten wir aber nur, wenn wir auch den Pferdemist maschinell homogenisieren und somit den Kompostierungsvorgang extrem schnell beschleunigen können. Schauen wir uns hier nochmal den Vergleich an. Hier haben wir unseren schwarzen Wirtschaftsdünger und im Gegensatz auf der anderen Seite unserer Mistlagerstätte ist noch der frisch ausgemistete Pferdemist, der was noch nicht maschinell homogenisiert wurde. Ja, und mit dem Rest von diesem schwarzen Wirtschaftsdünger hier, ein Teil verwenden wir noch für unsere Hochbeete oder auch ein Teil für unsere Hügelbeete. Und im Sommer nach dem ersten Schnitt, also Heuschnitt für die Pferde, machen wir dann nochmal eine Zwischendüngung.